Ja, hallihallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal beziehungsweise zu diesem Video, je nachdem, wo du das schaust. Und heute geht es darum, wie man ein transparentes Video erstellen kann. Und zwar möchte ich euch an einem Live-Beispiel erklären und zeigen, wie das funktioniert. Ihr seht hier in meinem aktuellen Setup, was ihr hier sehen könnt, alles, was ihr hier sehen könnt, was hier leuchtet quasi, das sind quasi alles transparente Videos. Hier oben diese Nierenreklame, das ist ein transparentes Video. Hier rechts dieser Notausgang ist ein transparentes Video. Dieser Fernseher mit diesem Ambilight ist ein transparentes Video. Und hier oben mein Fernseher ist ebenfalls ein transparentes Video. Und wenn ihr euch fragt, ja, wie macht man das? Normalerweise haben ja Videos immer irgendeinen Hintergrund. Genau das will ich euch zeigen. Bleibt also dran und ich schalte mal eben um auf meinen großen Bildschirm. Dann geht es direkt gleich los. So, also jetzt sind wir hier im großen Bildschirm und wir, würde ich sagen, fangen an und erstellen direkt mal eine neue Komposition. Dazu braucht man natürlich After Effects und wir fangen mit einer leeren Komposition an. Ihr könntet natürlich jetzt auch ein ganz normales PNG nehmen oder so oder euch eine Datei in Photoshop erstellen. Ich werde einfach mal eine Komposition erstellen, transparentes Video nenne ich die einfach mal hier und die Größe ist 1920x1080, also Bildschirmgröße. Die Framerate kann man hier unterschiedlich einstellen. Ich würde sagen, ich nehme mal 30 Frames pro Sekunde und hier unten ist dann der Hintergrundfarbe, die bleibt schwarz, die brauchen wir dann noch und ich mache aber mal eine Zeit von, das sind jetzt 4 Minuten. Das ist etwas lang, wir machen einfach mal nur, sagen wir mal 10 Sekunden, okay? 10 Sekunden machen wir das Ganze mal und dann geht es schon los. Alles andere brauchen wir nichts einstellen. Und dann habt ihr eure Komposition. In die Komposition könnt ihr jetzt quasi was einbauen und ihr seht jetzt hier, ich mache es mal etwas größer, der Hintergrund ist schwarz und jetzt sagt ihr euch ja wahrscheinlich, wenn ihr jetzt was einbaut, ja, dann ist ja der Hintergrund trotzdem schwarz. Das ist nur zum Arbeiten da gedacht. Wenn ich nämlich hier auf dieses kleine Symbol klicke, siehst du hier, dass dann die Transparenz eingeschaltet wird. Das ist dann quasi alles transparent, was ihr macht. Ja. Das ist der erste Schritt. Aber das ist noch nicht alles. Da müssen wir nämlich was beachten, gerade beim Exportieren dann. Sonst wird nämlich alles schwarz exportiert. Deswegen fangen wir mal an. Wir machen einfach mal hier, ja, ich würde sagen, einfach mal nur hier eine kleine Animation rein. Und zwar mache ich mal hier ein Rechteck rein. Würde ich so ein ganz einfaches Rechteck hier und dann kann ich mal schnell den Mittelpunkt hier ausrichten auf die Mitte und dann können wir das mal hier ein bisschen rumziehen. Moment, so, jetzt ziehen wir das mal hier rein und wir können das ausrichten auf die Mitte hier das Ganze und wenn ich hier das anklicke, wird dann entsprechend der Mittelpunkt auf Mitte gestellt, theoretisch. Sollte es so sein. Okay, ist nicht ganz in der Mitte, aber egal, wir brauchen das jetzt nicht weiter vertiefen, sondern es geht dann nur um das Eigentliche, und zwar um die Transparenz. Wenn ihr nämlich jetzt hier mal auf die Transparenz einschaltet, seht ihr, dass quasi dieser Rahmen zu sehen ist und der Hintergrund ist immer noch transparent. Und wir machen jetzt Folgendes noch. Wir machen jetzt mal eine kleine Animation da rein. Und zwar, ich würde sagen, wir skalieren mal die ganze Sache auf 0 hier. Jetzt ist das ganze Ding weg. Wir hätten auch das Folgendes machen. Wir können auch eine Deckkraft rausnehmen noch, aber das machen wir nicht. Und dann gehen wir hier vor auf eine Minute. Also, what was that for? Quasi auf den nächsten größeren Frame. Und dann machen wir die nächste Skalierung rein und die machen wir 100% raus. So. Und dann ist das Ganze da. Jetzt wird es animiert. Ich mache aber Folgendes mal. Ich werde jetzt mal das kleiner machen. Erstmal so. Ihr seht also, das funktioniert erstmal, ja. Und jetzt werden wir noch ein Easy Ease mit reinbauen, dass das etwas softer reinschwebt quasi. Und das macht man über diese
Keypoints. Und dann kommen diese schönen Smoothie rein, die Animation, ja. Und dann machen wir hier unten noch einen Text rein. Als nächstes einfach eine ganz normale Textebene hier dafür. Wir blenden das mal aus hier. Mache eine neue Textebene rein hier. Textebene. Und da sagen wir: Hallo, ich bin auf einer transparenten Ebene. So, das ist schon alles. Jetzt müssen wir so etwas hier korrigieren an der Rechtschreibung. Ist das wieder, wie immer bei mir falsch, weil ich so schnell schreibe. Ich bin auf einer transparenten Ebene. Sieht jetzt etwas verschwommen aus. Das liegt daran, dass wir hier unten nur die Viertelqualität nehmen. Die Auflösung. Wenn ihr das richtig einstellt, voll, dann sieht das wieder besser aus. Es geht darum, ums Rendern, weil dann ist es einfach mit dem Rendern, ja. Und dann richten wir das mal schnell aus auf die Mitte hier. Ja, dass hier auf die Mitte ist. Aber ihr seht ja hier, wenn wir hier dann quasi diese andere mit drin haben, ist das etwas größer. Und wir machen das mal so, dass wir quasi den Text mit in die Box stellen. Ja, wir könnten den Text auch theoretisch unten machen. Ich kann den Text hier unten runterschieben. Also so hier. Dann sehen wir vielleicht noch einen besseren Unterschied dann. Ich würde sagen, ich werde dazu mal die Farbe ändern von dem Text. Und zwar werde ich die mal... Mal sehen, ob ich die ändern kann. Und muss ich vielleicht mein Geld auch bei Text. Hier die Farbe. Und zwar machen wir erstmal eine andere Schrift. Dann nehmen wir mal... Nehmen wir dann mal einfach mal Arial, würde ich sagen. Ganz normal Arial, würde ich sagen, nehmen wir da. Wenn es ein Arial gibt. EQR, ja, hier Arial. Aber Fett. Beziehungsweise, ja, Fett ist sehr fett. Wir nehmen einfach Arial, machen die ganz normal dicker. So. Dann nehmen wir Bold. Okay. Dann machen wir etwas kleiner, damit das hier reinpasst. Ja, machen wir mal 50 draus. Und dann haben wir den Text ebenfalls schon hier. Und den animieren wir jetzt ebenfalls. Und wenn ich hier auf Voll wieder stelle, seht ihr wieder, dass der Text wieder schön hochwertig von der Qualität her. Und dann werden wir schnell nochmal das Ganze ausrichten hier auf Mitte. Und wir haben ja hier unten die Skalierung hier unten bei diesem Frame. Das heißt, also, wir machen das gleiche wieder hier. Wir werden jetzt da... erstmal das Ganze hier erscheinen lassen, und zwar werden wir da hier unten ebenfalls bei Transformation reingehen und wir machen die Deckkraft mal auf 0 im nullsten Frame, also im ersten Frame machen wir 0, da ist der Text dann nicht mehr zu sehen, und dann gehen wir wieder hier auf diesen Text mit dem Text auf diese 1 Minute. Und dann werden wir wieder eine Keyframe setzen und da soll die Deckkraft wieder 100% sein. Das heißt, das soll erscheinen. Und ihr seht schon, jetzt erscheint er. Und am Ende wollen wir dann den Text noch hier oben in die Mitte von der Box schieben lassen. Ich würde sagen, wir machen mal Folgendes. Wir werden dann mal hier einen neuen Frame, Keyframe reinmachen. Und wir setzen dann quasi den Text hier rein. Schieben jetzt quasi... den Text hier oben in die Mitte und entsprechend setzen wir jetzt hier ein Keyframe und dann seht ihr schon, dann geht er hier hoch, theoretisch, beziehungsweise falsch, das war falsch, muss ich mal umsetzen, das war, muss jetzt ein Keyframe setzen und habe schon einen Fehler gemacht, Entschuldigung, ich muss schon zurückgehen, ich muss jetzt ein Keyframe setzen. Und setze den jetzt hier hoch. Geht immer noch nicht. Was ich denn, hab schon Fehler gemacht. Und zwar. Er bleibt so, ja. Achso, ich muss ja die Position, genau. Die Position muss ich ja bestimmt noch. So war es genau. Ich muss noch einen Keyframe setzen für die Position. Ja. Und dann gehe ich hier hinten hin und werde jetzt hier ebenfalls noch einen Keyframe setzen. Und dann werde ich aber den hier reinsetzen. Und ihr seht schon, jetzt geht das mit hier. Jetzt soll es funktionieren, jawohl. Ihr seht schon, wenn ich jetzt hier die Animation abspiele, kommt erst
beides raus und geht sie hoch. Aber wir wollen das mal anders machen. Ich will nämlich einfach. Das soll erst dann rauskommen, wenn ich quasi. Wenn ich quasi hier bin mit dem Quadrat, dann soll erst der Text rauskommen. Und die Deckkraft haben wir hier, also machen wir das jetzt folgendermaßen. Wir werden jetzt diese einfach verschieben nach hier hin. Dann müssten die nämlich erst dann erscheinen, wenn der Herr da ist, genau. Bumm, genau. Jetzt wird sie natürlich etwas verschieben, weil wir wollen ja nicht, dass die ebenfalls sofort erscheinen, sondern wir wollen, dass die hier erst hochgehen, sozusagen. Ja. Das heißt also, hier bleibt er so, dann geht er hoch und geht dann rein. Okay, so viel dazu. Und ihr seht ja natürlich immer noch alles schwarz, aber wie gesagt, wenn ich wieder auf dieses, seht ihr das, dass es wieder transparent ist. Und jetzt kommt die ganze Magie. Ich möchte quasi das Ganze, den ganzen Film jetzt quasi. Werden wir hier noch Easy's reinmachen. Damit das etwas smoother reinläuft. Okay. Und hier ebenfalls. Und dann mache ich ebenfalls das hier. Haben wir, okay, das sollte so sein. Halt, Moment. Jetzt müsste es gehen. Okay, das ist schon alles klar. Ist schon einfach schon. Okay, dann können wir das so lassen. Und ihr seht jetzt, das ist schön smoothig. Kommt das hier rein. Smoothie sozusagen. Und dann können wir das Ganze exportieren. So, aber das ist noch nicht alleine damit getan, dass wir das Ganze exportieren, sondern wir brauchen jetzt noch ein Zusatzplugin. Das ist nicht dabei. Erstmal zeige ich euch, was ihr machen müsst. Und zwar, wenn ich jetzt hier auf, weiß ich mal eben ab, als transparent. Und wenn ich jetzt hier auf Exportieren gehe, ich kann das Ganze exportieren, über diese Kugel exportieren und dann mache ich diesen Medienkoder auf und kann jetzt quasi mein erstelltes Video exportieren, aber wenn ich das so exportiere mit den Möglichkeiten, die hier drin sind, wird das immer schwarz exportiert. Das heißt also, alles was hier schwarz ist, auch schwarz. Wir wollen ja aber bei dem Export, Moment, wir wollen ja aber bei dem Export das Ganze in transparent haben, also so. Ja. Deswegen machen wir folgendes. Und zwar brachte ich jetzt dazu ein Plugin. Und zwar dieses hier, WebM, das ist von Google mal entwickelt worden irgendwann. Und damit könnt ihr quasi den Hintergrund transparent machen beim Exportieren. Ihr müsst euch dann entsprechend eure Version runterladen. Den Link verlinke ich mit in die Beschreibung hier unter dem Video. Und wenn ich jetzt hier reingehe, der hat jetzt quasi diese Animation, die ich gerade erstellt habe. Habt ihr hier erstmal was drinstehen. Das kann bei euch anders sein. Bei mir steht hier H264 drin. Klickt ihr einfach drauf und dann kommt ihr auf eine Auswahlbox und da geht ihr hier rein. Und dann habt ihr nämlich hier unten, wenn ihr es installiert habt, WebM mit drin stehen. Das habt ihr vorher nie drin stehen, sondern erst wenn ihr das Plugin installiert habt, geht dann hier drauf auf WebM. Und das ist ganz wichtig, wenn ihr hier runter geht bei Video, müsst ihr jetzt nach unten einstellen, Include Alpha-Kanal. Ja. Und der Alpha-Kanal ist quasi diese schwarze Fläche, die wird dadurch quasi eliminiert. Und wird dann in eurem Video quasi nicht mehr dargestellt. Ich zeige euch, wie es geht. Macht es live. Ich speichere es mal als Video mit ab hier bei mir. Transparentes Video. Und wir gehen mal hier auf Rendern. Und jetzt wird das Ganze gerendert. Es kann jetzt eine Weile dauern. Ich spiele doch mal vor, wenn es zu lange dauert. A few moments later. So, und das war's jetzt schon. Jetzt haben wir das exportiert und zwar werden wir das mal in eine neue Szene einbauen. Ich werde einfach mal hier eine neue Szene erstellen, eine ganz leere Szene. Das wird jetzt etwas komisch aussehen hier, aber nichtsdestotrotz, ich sehe das mich hier, das wäre schon mal ausblenden hier. Und jetzt werden wir mal diese Szene mit einblenden hier und zwar werde ich jetzt meinen Bildschirm mit reinnehmen hier. So, das ist jetzt, ihr seht jetzt meinen Bildschirm wieder. Und wir werden jetzt mal dieses Bild, was wir gerade, oder dieses Video, was wir gerade erstellt haben, mit einbauen.
Und zwar habe ich das hier unter Videos gespeichert. Videos, und jetzt seht ihr oben transparentes Video, und jetzt schiebe ich das hier einfach mal rein, und ihr seht jetzt auch in meinem Video. Also das ist, so sieht es aus, und ihr seht, alles was war schwarz war, ist jetzt transparent, und der Text ist genau dort, wo er sein soll, in der Mitte. Und ich könnte das quasi als Loop laufen lassen hier, dann würde das ständig hier hin und her rennen. Ja, also das ist jetzt so. Und wenn es zu Ende ist, wird es dann wieder ausgeschaltet und fängt von vorne an. Was wollen wir aber nicht. Man hätte jetzt noch eine andere Animation einbauen können, dass es quasi am Ende wieder ausgeblendet wird und weggeht. Das wollte ich jetzt aber nicht machen. Das wär zu zeitaufwendig gewesen. Aber ihr seht schon mal, worauf ich hinaus will. Das Video ist jetzt quasi komplett transparent. Und ihr könnt das quasi dann überall einbauen. Ihr seht schon, auch wenn ich hier verschiebe hier, und wenn ich das Ganze verschiebe, wird das immer noch transparent. Ich kann das auch kleiner, größer machen. Und entsprechend dann, wie gesagt, wie ich das haben möchte, vielleicht an einer anderen Stelle in meiner Szene mit einbauen. Und ja, so wird es gemacht, wie gesagt. Ganz einfach, relativ normalerweise. Man muss nur wissen, wie es geht. Ich habe am Anfang auch erstmal eine Weile suchen müssen, wie es funktioniert. Aber wie gesagt, so einfach geht's. Und ja, jetzt weißt du, wie man transparente Videos erstellt für deinen Livestream bzw. dein Stream-Setup. Und wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, natürlich, wenn du mir den Daumen da lässt, wenn du einen Kommentar da lässt, eventuell, ob dir das Video gefallen hat. Und natürlich meinen Kanal abonnierst, wenn du möchtest, um weitere Videos zu sehen. Wenn dir die gefallen haben, dann bis zum nächsten Mal. Verabschiede ich mich recht herzlich. Bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Andi.